Daniel ist gebürtiger Ire. Er hat gesagt, gebürtiger Ire mit deutscher Mama. Er ist 1996 nach Wien gezogen und er selbst nennt sich der Pitch Professor. Also er ist Speaker Coach, Pitch Trainer, er ist Unternehmer. Er ist auch Lektor an der WU Wien, TU Wien, FH Hagenberg. Falls ich was vergessen habe, wird er das sicher selbst noch ergänzen. Er ist Gründer der Austrian Startups. Und wie gesagt, heute geht es ganz stark darum, wie man sein eigenes Ding macht und wie man wirklich so beharrlich bleibt und seine eigenen Dinge umsetzt. Daniel, ich freue mich unglaublich, dass du heute da bist. Ich freue mich auf das Webinar. The stage is yours. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr über die Worte und hallo an euch alle dort draußen, die ihr seid. Ich freue mich auch über die ganzen Kommentare. Und ja, ich muss nur eine Sache richtigstellen. Ich bin nicht der Gründer von Austrian Startups, sondern der Co-Gründer. Ich bin einer von ganz vielen, die das gemacht haben. Ist aber ein Team-Effort. Und freue mich jetzt, ja, mit euch ein bisschen die Zeit zu verbringen. Vielleicht ganz wichtig, ich teile einfach nur meine Ideen. Das heißt, pickt euch raus, was euch gefällt. Hinterfragt, was ihr so mittelgut findet und was ihr totalen Müll findet, das schmeißt ihr einfach zur Seite. Das ist die Stelle, wo ihr jetzt sagen würdet, nö, finde ich total schlecht, dann schreibt es auch rein, ist auch cool. Aber ich denke, ihr seid ja alles denkende Menschen. Also insofern würde ich sagen, legen wir los. Was ich gleich machen werde, ist mein Screen teilen. Das heißt, ab dann würde ich sagen, ist auch Feuer frei. Danach freue ich mich sehr, mit euch ein bisschen auch auf die Fragen einzugehen. Ihr seht jetzt mein Social Media, das heißt, meine E-Mail-Adresse, mein Facebook und mein Instagram, da könnt ihr mir gerne auch später Dinge schreiben. Ich habe immer richtig Bock, mit Leuten zu tun zu haben, die wirklich glauben an was sie tun. Das macht mir auch allergrößte Freude. Ich freue mich aber auch jeden Tag von euch und mit euch zu lernen. Das heißt, macht das bitte einfach. Wenn ihr euch übrigens wundert, wenn ich in die Richtung runterschaue, dort steht einer meiner Screens. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie nachdenklich bin oder keinen Bock mehr auf euch habe, sondern ich schaue einfach dort drüber. Ich freue mich auch, wenn wir uns irgendwann in freier Wildbahn treffen. Sagt mir einfach Hallo, erzählt mir, dass wir uns hier kennengelernt haben, mehr oder minder. Und dann freue ich mich auch wirklich, euch auf der anderen Seite zu sehen. Und im Übrigen auch das vorweg. Das Ganze wird vorbeigehen. Corona wird nicht für immer dauern. Das heißt, es kann vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht auch ein bisschen länger als das dauern. Aber je stärker wir zusammenhalten, desto früher ist dieser Mist auch vorbei. Und wenn nicht so coole Dinge vorbeigehen, das Leben ist wie Wellen. Man geht's runter. Und manchmal geht es wieder rauf. Das heißt, im Sinne, es wird alles wieder gut. Wie gesagt, hier seht ihr nochmal, wer ich bin und auch meine ganzen Social Media Themen. Ich habe es eingangs schon gesagt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ihr findet mich auch auf Facebook und auch auf Instagram. Und wie gesagt, live sind manchmal die besten Dinge. Und wenn Sachen nicht immer ganz klappen, dann ist das auch fein. Und auch das ist ein Learning. So in dem Sinne, ihr seht mich dort. Ich habe heute sogar auch noch zur Feier des Tages genau das Gleiche angezogen wie auf dem Bild. Das heißt, dass ihr mich erst recht wieder erkennen könnt. In dem Sinne würde ich sagen, das Intro war jetzt lang genug. Legen wir einfach los und schauen uns an, wie man etwas macht, an das keiner glaubt. Und ich mag diesen Titel sehr, sehr gerne, weil in Wahrheit ist es so, es fängt immer an, dass man eine Idee hat und sich denkt, das kann nicht funktionieren. Und dann irgendwann denkt man sich, vielleicht doch. Deswegen ist das Spannende, in Wahrheit beginnt es immer mit einer Idee, an die einer glaubt. Und das seid ihr. Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die schaffen aus diesem einen Menschen 10 Menschen, 100 Menschen, 1000, 10.000, 100.000 und so weiter zu machen. Und ganz viele andere, die die Ideen in ihrem Kopf lassen und sie auch nicht mehr rauslassen. Und darüber will ich ein bisschen sprechen. Und die Methoden sind vielleicht verschieden, aber mir geht es darum, einfach mit ein paar Gedankenmustern mit euch zu spielen. Und dann schauen wir. Ich finde den Titel auch schön. Ich könnte den Titel aber auch nennen Learnings aus 10 Jahren Startup. Ich finde den anderen Titel aber viel schöner. Und ihr habt schon eingangs gehört, bei mir geht es immer stark um Startup. Das heißt, ich möchte auch so ein bisschen so die Startup-Brille aufsetzen. Für mich heißt aber auch, es könnte ersetzbar sein durch jegliche Art von Unternehmung oder jegliche Art des Machens. Aber Startup ist so ein bisschen auch mein Thema. Und ja, in letzter Zeit ist ja unglaublich viel Hype immer um Startup. Eigentlich nicht in letzter Zeit, sondern die letzten paar Jahre. Startup ist das Coolste, was es so gibt. Und ja, deswegen möchte ich euch zunächst einmal ganz kurz erklären, wie man so ein Startup starten sollte. Und das möchte ich natürlich auch mundgerecht machen, weil es ist ja schon Montag, 18.10 Uhr, so ein bisschen Beine hoch, entspannen und so quasi zum Mitschreiben. So, fangen wir an. Ich hoffe, ihr habt alle eure Stifte draußen und am Ende gibt es eine schriftliche Prüfung oder auch nicht. Man fängt an mit dem Thema natürlich mal, dass man so darüber nachdenkt und sich denkt, ja gut, was könnte ich machen? Immer ganz fein so zu starten.
relativ schnell werdet ihr dann eine Idee haben. Ideen sind total wertvoll. Es geht immer nur um die Idee. Und sobald man diese Idee hat, sollte man möglichst bald einen Businessplan schreiben. Ein Businessplan ist aber auch nur interessant, wenn man mindestens 50 Seiten hat. Ohne diese 50 Seiten ist ein Businessplan total sinnlos. Dann sollte man natürlich darauf schauen, dass das Startup so stark wie möglich wachsen kann. Wenn in eurem Businessplan nicht genug Wachstum ist, einfach ein paar Nullen hinten drin, dass man den unfassbaren Hockeystick hat. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp. Wenn ihr beginnt zu programmieren, immer, immer einen Hoodie tragen. Denn wenn man einen Hoodie trägt, steigert sich die Qualität des Codes um mindestens 20%. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, ihr braucht das Startup-Starter-Paket. Es besteht natürlich aus einem MacBook, ihr seht es nicht, einer schwarzen Brille und natürlich auch ein iPhone. Ohne diese Dinge funktioniert absolut gar nichts. Wenn wir das erledigt haben, ist es sehr, sehr wichtig, ein Bart zu haben oder ein BWL-Studium, im Idealfall beides. Nun, jetzt haben wir all diese Dinge geklärt, dann sollte man so schnell wie möglich in einen Coworking-Space ziehen, denn nur in einem Coworking-Space kann man auch wirklich gut Startup machen. Jeder Coworking-Space ist natürlich auf unglaubliche Art und Weise direkt mit Investorinnen und Investoren verbunden. Und sobald ihr Platz nehmt in einem Coworking-Space, hören die das, kommen auch schon angelaufen und sagen zu euch, wie viel Kohle braucht ihr? Hier ist mein Tipp, nie unter 1 Million, das ist immer total sinnlos. Ich würde immer sagen, 3 bis 5 Millionen Minimum in der ersten Runde einsammeln, das ist immer ganz fein. Sobald ihr unterschrieben habt, trocknet die Tinte und bevor die Tinte getrocknet ist, kommt Google und sagt, boah, ich habe gehört, ihr seid so richtig geil, ich möchte euch kaufen. Ganz wichtiger Tipp, Google kauft selten unter 1 Milliarde, das heißt, da ist immer Spielraum. Sagt mal 3, dann einigt ihr euch auf 2 Milliarden und es wird richtig geil. Was ich sagen will ist, bevor ihr gründet, solltet ihr euch überlegen, ist das Haus in Südfrankreich, in Florida oder ja, wo sonst auch. Mein Vorschlag ist immer, idealerweise gleich 2 Häuser kaufen. Ja, das ist natürlich die Art und Weise, wie es sehr oft dargestellt wird, das Startup-Thema. Für die, die jetzt gerade ganz glücklich mitgeschrieben haben, gesagt haben, ja, es tut mir leid, stimmt nicht ganz so, ja. Ich finde es immer ganz geil, ich mache seit rund 10 Jahren das Startup-Thema und es wird immer so irgendwie verkauft, als wäre Startup so einfach eine Idee. Die Idee ist total super, ich pitch mal eben jemanden die Idee, diese Person gibt mir unfassbar viel Kohle, dann habe ich einen imaginären Wert, Boom, tschakka, und über Nacht bin ich so richtig reich. Nee, ich habe in 10 Jahren noch nie ein Overnight Success kennengelernt, so wie das heißt, sprich, die das mal eben so gemacht haben. Und bei jedem, bei dem das so erzählt wird, war eigentlich sehr viel mehr dahinter. Jetzt haben wir mal so diese falsche Erwartungshaltung aus dem Weg geräumt und fangen wir mal ganz von vorne an. Ich bin Daniel. Und wenn wir uns in freier Wildbahn treffen, bin ich Daniel, bin ich du. Ich freue mich drauf, mit euch zu reden. Und wie wir schon eingangs gehört haben, ich habe eine sehr komische Mischung. Ich bin tatsächlich halb Ire, halb Deutscher. Ich bin in Portugal aufgewachsen. Meine Frau ist aus Kolumbien. Gemeinsam haben wir einen amerikanischen Cocker Spaniel und wir leben in Österreich. Das ist natürlich immer mal wieder recht verwirrend. Und wir haben letztes Jahr geheiratet. Im Mai sind wir 10 Jahre zusammen. Also es ist schon richtig lang, also richtig schön. Und wir lachen immer drüber und sagen, stell dir vor, wir hätten mal ein Kind und das Kind sagt, Mama, Papa, wo bin ich denn her? Dann wäre so dieses, boah, komm, such dir aus. Das ist natürlich was total Schönes, ist aber immer wichtig bei mir zu wissen, ich komme überall her und nirgendwo. Das ist schön, das macht Spaß und ja, und vielleicht ein bisschen auch dann weiter zu meinem Hintergrund. Ich habe BWL studiert an der WU Wien und zeitgleich habe ich eine Schauspiel- und Sprecherausbildung gemacht. Die beiden Kombinationen habe ich mir damals gar nicht so vorgestellt. Ich habe mir auch nichts Böses dabei gedacht. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Und ich weiß, wie viele meiner Freunde und Bekannte damals gesagt haben, BWL, Schauspiel, was soll das denn? Wie sollen diese 2 Sachen zusammengehen? Das macht doch keiner. Und aus irgendeinem Grund habe ich mir mal gedacht, nein, es fühlt sich aber richtig an. Und ich habe bis heute gelernt, wenn es sich richtig anfühlt, ist es wahrscheinlich auch irgendwo richtig. Bis auf so richtig rotzdämliche Ideen, das muss man immer hinterfragen, aber meistens ist da immer schon so ein bisschen Gespür dahinter. Ich habe dann meine Diplomarbeit über Mobile Marketing geschrieben, vor über 10 Jahren, als die App-Thematik gerade begonnen hat und bin dann von einem sogenannten Company Builder, das ist eine Gruppe von erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen, die Leute suchen, die auch ein bisschen was machen wollen, eingeladen worden, ein erstes Unternehmen gründen zu dürfen, genau in dem Bereich. Das Schöne war, sie haben zeitgleich mit 4 Jungs aus dem Großraum Linz zusammengearbeitet, die eine Lauf-App hatten und die der Meinung waren, ja gut, Investmentrunde brauchen wir nicht, aber wir probieren zusätzlich irgendwo Umsatz herzukriegen, machen wir doch eine Agentur. Die Jungs waren die Runtastics, auch lange bevor sie so waren, wie sie jetzt sind, also so erfolgreich waren, wie sie jetzt waren. Damals war das noch ein kleines Startup.
sehr ambitioniert. Und ich bin so quasi ja über Nacht zu diesen zwei wilden Settings gekommen und habe so dieses ganze Startup-Thema gelernt. Und das Lustige ist für mich, das war einfach ein großartiger Moment, weil ich davor immer nur Leute kannte, die gesagt haben, wäre es nicht total geil, wenn? Und dann bin ich plötzlich an diese Leute geraten und die haben gesagt, nee, mach mal. Mach mal. Und das hat mir gut gefallen. Und bis heute habe ich 6 verschiedene Dinge mitgründen dürfen, 6 verschiedene Unternehmungen, auch Non-Profits. Das erste Unternehmen hieß All About Apps, gibt es noch immer, aber bin ich nicht mehr involviert. Etwas anderes ist Austrian Startups. Wir sind mittlerweile der größte Think Tank für innovatives Unternehmertum in Österreich geworden. Unser Ziel ist, Unternehmertum so greifbar zu machen wie Skifahren. Wenn euch das Startup-Thema interessiert, einfach austrianstartups.com oder auf Facebook oder Instagram oder Social Media eurer Wahl. Das macht mir größte Freude. Und die jüngste Unternehmung ist die Vienna Mentoring Group, wo wir seit rund 3 Jahren mit ganz frühphasigen Startups zusammenarbeiten und ihnen auch ein bisschen unter die Arme greifen. Das nächste ist, was man auch über mich wissen muss, ja, ich darf an tatsächlich 3 verschiedenen Unis unterrichten. Ich sehe das als enormes Privileg. Was aber wichtig ist bei mir zu wissen, ich war absolut grottenschlecht in der Schule. Ich war im Gymnasium an der AHS in Wien, bin 15 hergezogen und ich war so der Schüler, wo die Lehrer gesagt haben, er könnte, wenn er wollte, aber er will nicht. Und ich fand die Aussage immer so ein bisschen schwierig, weil ich wollte ja nur irgendwie, es hat mich nicht gepackt. Und es war total frustrierend, weil ich bin mir oft wieder Dümmste vorgekommen. Einfach nur, ich konnte mich nicht mit dem Stoff so auseinandersetzen, wie ich es wollte. Und auch auf der Uni, das war eher ein ziemlich hartes Unterfangen. Ich habe nicht mit einer Studienzeit gemacht. Ich bin nicht gleich reingegangen und habe gesagt, so ist es. Ich war schrecklich. Ich habe 20 Semester studiert und die letzten paar Semester sehr strukturiert und sehr zielgerichtet. Die Jahre davor, das war grausam. Und ich kann nur einfach sagen, da waren so viele Momente dabei, wo man sich wirklich selber hinterfragt. Deswegen ist es für mich umso lustiger, dass ich heutzutage an Unis unterrichten darf. Und manchmal ist das Lustige, wenn dann irgendwelche Universitätsprofessoren mich im Vorfeld fragen, du, was ist denn dein akademischer Werdegang? Und ich weiß, das passiert, wenn ich irgendwo einen Gastvortrag halten durfte. Besonders lustig letztes Jahr, an der Royal Academy of Engineers in London, wo ich über Oxford eingeladen wurde, also ein unfassbares Privileg. Und da kommt dieser Dekan oder was das war und sagt zu mir so, what's your background in academia? Und ich weiß noch, ich sage, 20 semesters. Und sage, oh, okay, good, good, good. Is that research? Und ich sage, no, it's getting my degree. Und in dem Moment, dem Mann fällt einfach die Welt zusammen. Also ein Typen wie mich hat er noch nie kennengelernt. Das gefällt mir. Das ist noch eine größte Freude. Das ist für euch sehr wichtig, da draußen zu wissen. Es war manchmal, wenn ich meine Geschichte heutzutage so erzähle oder sie über mich erzählt wird, höre ich zu und denke mir, ja, das klingt ziemlich geradeaus, war es nicht. Da waren viele Ups und Downs dabei, aber es gehört einfach dazu. Und was ich auch mache seit vielen, vielen Jahren ist, ich moderiere Startup-Events mit größter Leidenschaft und größter Freude. So habe ich viele Jahre lang das Pioneers Festival moderiert, habe auch die Entrepreneurship Avenue, Bits and Pretzels, 15 Seconds in verschiedensten Rollen moderieren dürfen. Auch das so ein Thema, das mir immer sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und auch dort ganz zufällig dazu gekommen, weil ich tatsächlich auf die Frage, du sprichst doch Englisch? Ja. Du bist doch ausgebildeter Schauspieler? Ja. Traust du dir zu moderieren? Habe ich gesagt, ja. Und ja heißt, in Wahrheit habe ich keine Ahnung. Aber probieren wir es doch mal. Und direkt danach, nachdem ich ja gesagt habe, denkt man sich, oh Gott, was habe ich gerade getan? Und dann macht man es trotzdem. Und man lernt daraus. Und auch das ist ein Learning bei mir und auch das ganz früh. Neue Dinge machen ist manchmal ein bisschen scary, ist manchmal ein bisschen angsteinflößend. Das gehört dazu. Und Mut bedeutet, Angst zu haben und es trotzdem zu machen. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Ein ganz großer Unterschied. Wenn man neue Dinge macht und keine Angst hat, ist man, ich weiß nicht was, Ein bisschen Angst gehört dazu. Die Angst zu überwinden, das ist Mut. Und das neue Dinge ein bisschen, ja, das ist auch normal. Und dann ist noch was Lustiges passiert. Ich habe dann immer wieder von Startups die Frage bekommen, ja, stehst du auf Bühnen, du bist aber Marketer, kannst du uns nicht ein bisschen mit dem Pitch helfen? Und auch da habe ich gesagt, ja, habe mir auch nichts Böses dabei gedacht und habe dann einfach angefangen, immer mehr und immer mehr Startups bei ihrem Pitch zu helfen. Was da entstanden ist, ist mein Spitzname, den ich habe. Das ist dieser Spitzname, The Pitch Professor. Der ist tatsächlich aber nicht von mir, sondern ist mir honoris causa von der TU Wien mehr oder minder verliehen worden, natürlich mit ein bisschen Augenzwinkern, aber tatsächlich haben die das gemacht. Gefällt mir unglaublich gut. Das ist das eine Lustige, was ich über Österreich finde. Ich liebe Österreich, Österreich ist meine Heimat, aber Österreich liebt Titel, also habe ich meinen Titel bekommen. Der Titel ist natürlich auch ziemlich lustig, wenn man in einer Region, auf die ich nicht näher eingehen möchte, ist, die Ps und die Bs genau gleich aussprechen.
Und dann wird der Satz, in den letzten 7, 8 Jahren hat er etwas über 6.000 Pitches gesehen. Ziemlich, ziemlich übel. Weil man sich denkt, oh Gott, was habe ich da? Aber hier kommt, nein. Anyway, The Pitch Professor ist mein Titel. Amüsiert mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich den sehe. Kein echter Professor, aber eben mit viel Humor und viel Liebe von der TU Wien dennoch irgendwie dafür anerkannt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich liebe alles rund ums Thema Startup. Das macht mich einfach richtig glücklich. Und ja, da möchte ich auch so ein bisschen drüber reden, aber eben nicht nur darüber, sondern auch vieles, was es auf sich hat, wenn man etwas macht, an das keiner glaubt. Und wie man diese Zeit, wenn Leute es auch hinterfragen, was man tut, und wie man damit zurechtkommt. Und wie gesagt, das ist nur mein Weg. Es muss nicht für euch funktionieren, aber vielleicht ist es einfach ein bisschen Food for Thought, wie man so schön auf Englisch sagt. Und wie gesagt, halb Ire, halb Deutscher. Ich schmeiße mit mir, nur so mit mir, um mich herum mit Anglizismen, um es rauszubringen. So, fangen wir doch diesmal jetzt ganz von vorne an. Ich habe vorhin ein bisschen überzogen erzählt, was ein Startup ist. Und ich möchte euch jetzt mal erzählen, was es denn wirklich ist. Und vielleicht ist das Lustige, mittlerweile sagen auch alle Leute, jede Neugründung ist ein Startup. Und da habe ich immer so einen doppelten Zugang. Nummer eins, ja klar, ist geil, mach, ist mir auch relativ gleich. Aber Nummer zwei ist, wenn man es ein bisschen näher betrachtet, dann ist es das eben nicht. Und ein Startup ist kein großes Unternehmen in klein, sondern eben ganz was anderes. Und nicht besser, nicht schlechter, nicht leichter, nicht schwerer, aber anders. Und wenn wir uns mal so ansehen, was so ein etabliertes Unternehmen eigentlich weiß, die wissen genau, was ihr Business Model ist. Die wissen, was ihr Geschäftsmodell ist. Sprich, die wissen, wie sie Geld verdienen. Zum Beispiel ein Friseur sagt, ja, ich schneide Haare gegen Geld. Ganz einfach. Zweitens, ein etabliertes Unternehmen kennt die Kunden. Die wissen das zum Beispiel. Die wissen, wer kommt. Und zum Beispiel ein Friseur sagt, zu mir kommen meistens, zum Beispiel, wenn es ein Barbershop ist, Männer, die Haare und oder Bart haben, je nachdem, und die brauchen es geschnitten. Auch ist der Markt relativ klar, weil man kann sagen, hier ist eine Karte, zum Beispiel von Wien, da, da und da und da und da sind diese Shops, da ist noch keiner, deswegen gehe ich dorthin. Und man versteht auch die Mechanismen. Das heißt, man sagt auch, ja klar, ich verstehe, wenn zum Beispiel, ich habe keine Ahnung von Barbershops im Übrigen, wenn zum Beispiel das Wetter besser ist, dann kommen die Leute und wenn das Wetter schlechter ist, kommen sie nicht oder wie auch immer. Das ist einfach relativ geradlinig. Wie gesagt, nicht leichter, nicht schwerer, aber anders. Am Ende des Tages geht es ziemlich, ziemlich stark um die Execution. Damit meine ich, wie man die Dinge macht. Mache ich es leichter? Mache ich es schneller? Mache ich es kostengünstiger? Mache ich es teurer? Mache ich es exquisiter? Aber ich habe so gewisse Stellschrauben, die ich kenne vom Markt und an denen kann ich dann basteln. Aber all diese Dinge kennt ein Startup nicht. Und deswegen ist diese Unterscheidung für mich so unglaublich wichtig. Wenn ich ein echtes Startup mache, dann habe ich keine Ahnung davon. Und ich habe jahrelang mir immer überlegt, was ist denn jetzt diese Definition von einem Startup? Wie kann man das erklären? Und für mich ist eigentlich der beste Zugang zu verstehen, dass Startups in Wahrheit auf Hypothesen basieren. Was heißt das? Das heißt nichts anderes als, ich habe eine Idee und sage, boah, ich glaube, die Idee ist ganz gut und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dafür jemanden gibt, der da auch Bock drauf hat. Und dass diese Person vielleicht auch mal Bock hätte, dafür Geld auszugeben. Und dass da vielleicht mal ein Markt entsteht. Das heißt aber auch, ich weiß es nicht. Und das ist so wahnsinnig wichtig, wenn man die zwei voneinander unterscheidet. Bei dem einen gibt es Zahlen, Daten, Fakten, historische Sachen und bei dem anderen nicht. Und deswegen ist es für mich einfach so wichtig. Und jetzt fange ich mit meinem Startup an und sage zum Beispiel, ich glaube, dass Menschen für XYZ prinzipiell einen Bedarf haben. Oh, ich weiß es nicht. Und dann fange ich an, das zu überprüfen, so schnell wie möglich. Und dann sage ich aber auch, gut, jetzt habe ich das gefunden. Wie kann ich daraus denn ein Geschäft machen? Weil ich möchte ja nicht nur Ideen haben, sondern ich möchte auch irgendwo eine Unternehmung bauen. Und sobald ich das habe, dann wird es richtig spannend. Ich probiere abzutasten. Sind die Menschen bereit, dafür Geld auszugeben? Ja, nein, wie auch immer. Und dann bastle ich und taste mich hervor, bis ich so einen richtigen sogenannten Product-Market-Fit finde. Also das richtige Produkt für den Markt. Und wenn es dann klack macht, dann habe ich was gefunden. Und sobald ich das gefunden habe, konzentriere ich mich darauf, dass das Ding richtig irre wächst. Meistens. Das ist so der traditionelle Weg. Klingt recht einfach, ist es aber im Prinzip nicht immer. Das Lustige war, als ich nun mit meiner ersten Unternehmung starten durfte, ich komme eigentlich aus der Marktforschung. Und da hatte ich gelernt, dass man Sachen ganz genau wissen muss. Auf die Nachkommastelle genau. Wenn es 99% ist, hat mir mein Professor immer gesagt, dann weißt du das trotzdem nicht. Du kannst nur sagen, ich gehe davon aus, dass prinzipiell, tendenziell, generell das möglicherweise so sein könnte. Nicht ganz, aber so von der Idee, ihr kriegt die Idee. Dann komme ich nun in dieses Set zu diesen Leuten und ich fange an zu sagen, okay, wer sind unsere Kunden? Die sagen, wissen wir nicht. Ich sage, okay.
Aber wie wollen wir Geld verdienen? Und die, naja, so und so, wir wissen es auch nicht. Ich, okay, aber wie preisempfindlich sind die Leute? Und dann meinten die, naja, wissen wir auch nicht. Ich mache, meine Güte. Und dann war natürlich mein Zugang, was kann ich da machen? Und habe vorgeschlagen, machen wir noch Marktforschung. Das kannte ich so. Und ich sage, okay, Marktforschung, cool, cool, cool. Und sagen zu mir, aha, was kostet das? Und ich sage, ich weiß nicht mehr, was es war, ein paar tausend Euro. Und die sagen, cool, wir haben aber kein Geld. Und das Beste ist, wir haben auch keine Zeit. Und ich weiß noch, wie ich dort gestanden bin und gedacht habe, meine Güte, ich bin umgeben von absoluten Irren, die mir gerade erklären, sie wissen nicht, wer ihr Kunde ist, sie wissen nicht, wie der Markt funktioniert, sie haben aber auch kein Geld, das rauszufinden und das Beste ist, wir haben keine Zeit. Und ich werde nie vergessen, wie ich dort gestanden bin und mir gedacht habe, meine Güte, was tust du hier? Und ich habe all meine Entscheidungen hinterfragt und mir gedacht, mein Gott, die sind irre. Und ich habe mich gefragt, was soll ich machen? Und dieser Moment, der war so spannend, denn einer von denen hat mir die Antwort gegeben, hat gesagt, weißt du was, einfach machen. Und ich weiß noch, wie perplex ich war. Und er hat gesagt, nee, mach. Und ich konnte das nicht nachvollziehen. Ich hatte nämlich immer gelernt, dass ich etwas perfekt durchdenken muss, perfekt planen. Und dann habe ich genau diesen einen Schuss, wo es perfekt sein muss. Bis sie mir plötzlich sagen, nein, mach einfach. Und lern, während du machst. Und probier aus und mach einfach, mach's besser. Und habe dann auch verstanden, manchmal ist perfekt nicht das Ziel. Manchmal ist Machen das Ziel, um daraus zu lernen, weil Geschwindigkeit ein sehr entscheidender Faktor sein kann. Und habe dann sehr bald einen Startup-Grundsatz kennengelernt, den nennt man Build, Measure, Learn. Und das finde ich großartig, diesen Zyklus. Bau deine Idee so früh wie möglich, aber nicht perfekt, sondern so, dass du etwas messen kannst und lern daraus. Bau es, mess, lern. Build, Measure, Learn. Build, Measure, Learn. Das heißt, dass man mit dem Kunden gemeinsam etwas entwickelt und Schritt für Schritt vorgeht und sich immer näher rantastet. Und diesen Zugang fand ich unglaublich cool, weil es war einfach, davor kannte ich es als Marketer, perfektes Produkt entwickeln und damit viel Aufwand das Ding in den Markt schießen und dem Kunden erklären, warum er oder warum sie das jetzt braucht. Und dieser Zugang war völlig anders. Mit dem Kunden gestalten, aber auch ganz bewusst verstehen, dass es vielleicht noch nicht perfekt ist. Und es ist mal ein ganz komisches Gefühl und es gibt da so einen Spruch in Startup-Land, wo man sagt, wenn du dich für das erste Produkt nicht nach einem halben Jahr schämst, warst du zu langsam. Und den Spruch finde ich richtig cool. Das sind aber auch so Sprüche, die sagt man sehr einfach, aber das Gefühl, früh an einen Kunden ranzugehen mit etwas, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Das heißt aber nicht, dass ihr denen irgendein Drecksprodukt präsentiert, sondern es muss so gut sein, wie notwendig, um zu überprüfen, ob es funktioniert. Und es muss aber auch so sein, dass man nicht ein unendliches Vermögen reinsteckt, dass man die Veränderung nicht mehr schnell durchführen kann. Das ist ganz wichtig. Und da gibt es noch so einen Grundsatz, und das möchte ich nur euch ganz oberflächlich entgegenwerfen. Ihr könnt euch das selber mal raussuchen. Das ist der Lean-Startup-Gedanke. Lean, schlank, so schlank wie möglich was zu entwickeln. Und jetzt müsstet ihr gerade dieses sogenannte Canvas sehen. Das sind jetzt lauter Felder. Und ich möchte, dass ihr ganz nach rechts schaut, wo ihr Customer Segment seht, und ganz nach links, wo ihr Problem seht oder Problem. Und nur die zwei Felder sind jetzt interessant. Und wenn ich jetzt vor lauter Ideen nicht weiß, wo ich starten soll, dann kann man hiermit beginnen. Und was man macht, ist, man überlegt sich in einem ganz simplen Satz, was tue ich? Und dann muss man sich überlegen, wer sind denn meine Kunden? In einem klassischen Marketing sind Kunden 14 bis 49 männlich mit Social-Media-Zugang und eine gewisse Affinität für Mobile. Meine Güte, find diese Person mal. Das ist jeder. Das ist niemand. Das ist so schwammig, damit wird kein Mensch glücklich. Mein Zugang ist, rechts, also dort, wo die Early Adopter stehen, 5 Personen oder 5 Unternehmungen, je nachdem, ob es ein Consumer-Produkt oder ein Produkt für Unternehmen ist, ein Business-to-Business oder Business-to-Consumer-Produkt, 5 Namen hinzuschreiben, die ich persönlich kenne, die ich sofort kontaktieren kann. Nicht Mark Zuckerberg, Elon Musk und der Papst, sondern Personen, die ich persönlich kennenlernen kann, mein Handy hochheben kann und sagen kann, du, ich habe hier was, kann ich dir das vorstellen? So, schreibe ich rein. Und dann ganz oben links, wo das Problem steht, schreibe ich rein, was sind die Top 3 Probleme, die ich für ihn oder sie löse. Nicht 48, sondern die Top 3. Und jetzt kommt der Clou, der letzte Schritt. Dort steht noch Existing Alternatives. Und dort schreibe ich rein, wie lösen sie das Problem bisher. Und das ist Gold wert, weil ich kann sagen, ich mache bla bla bla. Denn ich weiß, für den und den ist das ein Riesenproblem. Denn das ist das größte Problem, das ist das zweitgrößte und das ist das drittgrößte. Und so lösen sie es bisher. Und das Spannende ist, manchmal komme ich drauf, dass die bisherige Lösung und meine neue Lösung
Das ist wirklich kein großer Unterschied. Stellt euch vor, der Unterschied ist minimal, die Entwicklung kostet eine Milliarde. Richtig doof. Aber stellt euch vor, ich komme drauf, dass das Problem riesengroß ist und dass meine Lösung so viel schlanker und so viel besser ist, dass ich genau weiß, ich glaube, ich kann das verfolgen. Und die Idee ist mit dem, dass ich dann Schritt für Schritt, ich mache dann weiter und beschreibe, was meine Solution ist und daraus entwickelt sich, wie ich das messe und so weiter und so fort, dass ich Schritt für Schritt immer weiß, was ich tun möchte. Ich starte damit, kann ich in einem simplen Satz erklären, was es ist. Zum Beispiel, was weiß ich mache Shazam und was ist Shazam? Shazam erkennt Musik. Super. Denn ich weiß, für Fritz, Paul, Anja, Anke und Frieda ist das ein Riesenthema, weil sie jedes Mal, wenn sie im Club sind, sagen, ich würde sogar wissen, wie der Song heißt. Richtig doof. Bisher wäre es so, sie hören sich den Song an, gehen nach Hause, summen das ihrer Mutter vor, die Mutter sagt, ich habe keine Ahnung, was das ist. Sie streiten, sind alle total sauer und Weihnachten ist wieder mal ruiniert. Oder sie nehmen das Handy raus, drücken auf den Knopf, Shazam sagt ihnen sofort, wie der Song heißt. Sie laden ihn runter und sind total glücklich. Im Übrigen, ich arbeite nicht für Shazam. Ich finde das Produkt einfach nur ganz cool und das ist relativ einfach erklärt. Und so kann ich sehen, wie groß ist das Delta, wie groß ist der Unterschied zwischen Variante 1 und Variante 2. Und dann kann ich es immer weiter runterbrechen. Wenn ihr diesen Zugang gut findet, schaut euch das mal an, das Lean Canvas. Da gibt es eine Million YouTube-Videos, die das erklären, wie es funktioniert. Da gibt es auch ganz viel im Internet, was richtig gut ist. Das Wichtige ist aber, einfach den Mut zu haben, sich schnell zu bewegen. Und da gibt es Mark Zuckerberg, ihr habt vielleicht mal von ihm gehört, der sagt, move fast and break things. Habt den Mut, euch schnell zu bewegen und auch mal Dinge zu machen, die vielleicht nicht funktionieren. Jetzt kann man natürlich sagen, break things geht nicht darum, dass ihr jetzt irgendeine Scheibe einschmeißt, sondern einfach Sachen rauszufinden, die nicht funktionieren, sind auch ganz viel wert. Ist übrigens nicht neu, sondern ein gewisser Thomas Edison, vielleicht habt ihr mal von dem gehört, hat gesagt, I've not failed, I've just found 10,000 ways that don't work. Und für mich ist es schon wertvoll zu sagen, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht, weil ich das zur Seite schieben kann und sagen, brauche ich auch gar nicht mehr dran denken. Ich mache so lange weiter, bis es funktioniert. Aber eins muss auch ganz klar sein, nicht jede Lösung ist perfekt. Man muss auch immer sehr situationselastisch sein und manchmal sich die Lösung anschauen und sagen, ja, es funktioniert, aber ja, es ist echt ein bisschen scheiße. Das muss man so tun, weil ja, es ist nun nicht so, dass jetzt jeder einen Preis kriegt fürs Mitmachen und so. Wir müssen ganz ehrlich sein, diese unternehmerische Welt, die ist fein, die ist toll, die erlaubt viel Freiheiten, aber die hat auch eine gewisse Härte. Man muss sich auch bewusst sein, dass in einer sehr zugespitzten Art 9 von 10 Startups scheitern. Das sind 90%, um das zu untermauern. Und dies 90%, das sagt man so leicht. So, ja, es sind 90%, die scheitern, aber es sind 90%. Das ist richtig viel. Das ist du nicht. Das ist richtig, richtig viel, die auf die Schnauze fallen und ja, ordentlich eins kassieren. Und scheitern ist richtig, richtig übel, muss ich dazu sagen. Aber, und es gibt eine Definition von einem gewissen Eric Ries, der hat ein paar tolle Bücher geschrieben. Er sagt so schön, a startup is a human institution designed to deliver a new product or service under conditions of extreme uncertainty. Und ich liebe dieses extreme uncertainty. Das ist einfach so wertvoll, das zu verstehen. Es ist nicht sicher. Es ist sehr, sehr, sehr unsicher. Jetzt denkt ihr euch, ja klar, da möchte ich ein bisschen über Kultur des Scheiterns reden. Aber ich mag diesen Begriff einfach gar nicht. Ich finde, dieser Begriff ist totaler Mist, weil scheitern, ich will nie scheitern. Ich will auch nicht, dass du scheiterst. Und ich würde mich am liebsten freuen, wenn dein erstes Projekt so total fliegt. Es ist manchmal höre ich so junge angehende Gründerinnen und Gründer, die sagen, ja, um echt echter Gründer zu sein, um echte Gründerin zu sein, da muss ich 2-3 Mal gescheitert sein. Nein, ich finde es geil, wenn du es beim ersten Mal schaffst. Was wir damit meinen, ist was anderes. Ich finde den Inhalt der Kultur des Scheiterns toll, aber dieser Begriff, manchmal habe ich auch Leute gehört, die zu weit weg vom Thema sind, die sagen, ja, hier Konkursverschleppung, Geld von anderen wegballern, das ist nicht cool. Darum geht es nicht. Was wir wollen und was ich so liebe, ist eine Kultur des Fallens und eine Kultur des Aufstehens. Und ich habe für mich dann mal einen Begriff gefunden, mit dem ich sehr gut umgehen kann, der mir sehr, sehr gut gefällt. Ich liebe dieses Wort, ist a culture of perseverance. Und Perseverance ist so ein starkes Wort für die, bei den Englischen noch eine gewisse Herausforderung darstellt. Perseverance heißt Beharrlichkeit. Ich liebe Beharrlichkeit. Menschen, die beharrlich sind und die immer wieder etwas nicht schaffen und sagen, ich mache weiter. Ist es das Gleiche wie Kultur des Scheiterns? Irgendwie schon, aber ganz wichtig, wir feiern nicht das Scheitern, wir feiern das Beharrlichsein. Das sind 2 Paar Schuhe für mich. Es geht nie um den Unfall, es geht um die, die dann nach dem Unfall sagen, ja, und jetzt erst recht.
Ein gewisser Steve Jobs hat mal gesagt, I'm convinced that about half of what separates successful entrepreneurs from the non-successful ones is pure perseverance. Der einzige Unterschied zwischen den nicht so erfolgreichen und erfolgreichen Gründern und Gründerinnen ist für Steve Jobs Beharrlichkeit. Muss man Beharrlichkeit lernen? Nein. Die meisten von euch, wenn ich es richtig verstanden habe, wohnen in Österreich. Und als ich mit 15 hergezogen bin nach Österreich, als halb Irer, halb Norddeutscher, muss man dazu sagen, haben wir relativ schnell in der Schule festgestellt, dass ich eine ganz fundamentale Sache nicht kann, und das ist Skifahren. Das war auch ziemlich unangenehm, weil wenn du 15 bist, möchtest du natürlich richtig cool sein und dann sagst du, nee, ich kann nicht Skifahren, dann machst du dir keine Freunde. Und das Spannende ist aber, wenn wir uns Skifahren ansehen, dann haben die meisten von euch wahrscheinlich kaum laufen können und eure Eltern haben euch auf Ski gestellt. Und wahrscheinlich sah das dann ungefähr so aus. Und das Spannende ist für mich, der kleine Schlumpf, den wir gerade in der Mitte sehen, der hat heute eine Menge Lernen vor sich. Der wird heute 50 Mal fallen und 51 Mal wieder aufstehen. Mit jedem Sturz wird er sich denken, das hat wehgetan, wie mache ich das anders? Und das Lustige ist, so lernen wir Menschen. Wir lernen, indem wir Dinge probieren, die funktionieren. Ich sage es, verstanden, es klappt nicht, aber ich will es lernen, deswegen mache ich weiter. Und du fällst und du sagst, wieder nicht, ich mache weiter. Und wieder nicht, ich mache weiter. Das ist eine Art, wie wir lernen. Das ist euch nicht neu. Aber jetzt stellt euch vor, ich würde diesen kleinen Schlumpf nehmen und sagen, weißt du was, heute ist dein erster Tag, hier sind deine Ski, die waren aber richtig, richtig teuer. Wenn du ein einziges Mal fällst, nehme ich sie dir weg und streich Weihnachten. Der wird natürlich danach nicht sagen, okay, geil, super, ich fahre, sondern er wird denken, und er wird stocksteif dastehen. Und egal, was ihm der Trainer, die Trainerin, der Lehrer sagt, er wird das nicht machen, weil er sagt, oh Gott, das Risiko, ich kann das nicht machen, das Risiko, nein, das geht nicht. Es geht aber darum zu sagen, schau, natürlich will der nicht fallen, der hat auch keinen Bock, sich weh zu tun. Aber so lernen wir. Und wenn man sich das Bild näher betrachtet, dann ist im Hintergrund einer, der jetzt gerade schon beginnt zu lernen. Ihr seht ihn sicherlich. Ich habe ja auch vorhin gesagt, es geht darum, 50 Mal zu fallen und 51 Mal aufzustehen. Die Zahl ist im Übrigen nicht zufällig gewählt, sondern es gibt ein Unternehmen, die heißen Rovio. Und Rovio hat vor vielen, vielen Jahren Angry Birds herausgebracht, dieses Spiel. Und wenn man damals sich Angry Birds angeschaut hat, das war einer der erfolgreichsten Apps der 2010er. Unfassbar erfolgreich. Und geschrieben wurde, dass es so ein Overnight Success war, dass es über Nacht, boom, was geworden ist. Tatsächlich war es deren 51. App. Und das muss man sich mal vorstellen. Man macht eine App, die funktioniert nicht. Und die Freunde sagen, nee, ist geil, ich glaube an dich, mach weiter. Man macht die 10. und die sagen, boah, ist aber echt dann, nee, wird cool. Bei der 20. sagen die Freunde, nee, du machst das. Bei der 30. denken sich die Freunde, Alter, ist der, boah. Bei der 40. die sagen die, boah, mein Freund, wir müssen reden, hier Miete und so, bist du denn, also du hast doch schon längst kapiert, du hast keine Ahnung, was du tust. Und bei der 50. sagen die, du, wir müssen reden, das geht nicht so weiter. Und bei der 51. sagen sie, du, ich wusste schon immer, aus dir wird was, du bist der Geilste, ich habe immer schon an dich geglaubt. Das muss man sich vorstellen. Ihr müsst euch vorstellen, was es heißt für diese Leute, jedes Mal zu sagen, hat nicht geklappt, ich mache das besser. Hat nicht geklappt, ich mache das besser. Das Interessante ist allerdings, das ist nichts, was wir nicht können. Und es ist etwas, was wir im Sport feiern ohne Ende. Und wenn man diesen guten Mann sich anschaut in Gelb, mit dem gelben Helm, das ist Hermann Mayer in Nagano. Die von euch, die wissen, was er gemacht hat, die wissen genau, worüber ich rede. Die anderen sollten sich auf YouTube mal ein Video anschauen. Hermann Mayer, Nagano 98. Um es abzukürzen, der ist ganz brutal abgeflogen, weil er so am Limit war. Und 3 Tage später, grün und blau vor Schmerzen, hat der Kerl sich seine Ski angeschnallt und ist nochmal so ans Limit gegangen und hat Gold in Olympia gewonnen. Und das ist etwas, was ich so bemerkenswert finde. Er ist so gestürzt, hat sich so schwer, nicht schwer, aber so schwer alles geprellt und hat dennoch entschieden, obwohl es wehgetan hat, ich mache weiter, ich will das. Und dieses Zitat geht weiter, man sagt, unless you have a lot of passion about this, you're not going to survive, you're going to give up. Und für mich ist oft so, wenn ich mit frühphasigen Startups arbeite und Leute zu mir sagen, ja, auf was achtest du denn? Was zeichnet für dich die Leute aus? Worauf achtest du? Businessplan oder ist es Technologie? Und ich sage, nein, es ist einfach nur, glauben die an das, was sie tun. Glaube ich denen das, dass die den Hunger haben, das zu machen? Mir ist es völlig egal, wie gut die anderen Dinge sind. Das wird sich alles noch ändern. Aber dieser unbändige Glaube, das ist da oder nicht. Und für mich ist es auch so, Technologie, Pläne, das ändert sich alles. Aber wenn du ein mittelmäßiges Team nimmst mit einem richtig guten Plan, glaube ich nicht, dass es was wird. Wenn du ein richtig gutes Team mit einem mittelmäßigen Plan nimmst, das wird was. Und das ist sehr, sehr viel wert.
Ich möchte euch aber eins sagen, wenn ihr jetzt so ein bisschen an das schaut und denkt, was ihr vielleicht auch mal machen wollt und euch jetzt so ein bisschen überfordert fühlt, weil ihr sagt, schau, dort oben will ich hin. Und boah, das ist so viel und 51 Mal und meine Güte und all die Dinge denkt, die man so tun muss, das kann einen auch echt erdrücken. Das kann einen erschlagen. Macht das nicht und versteht, selbst wenn ich auf den höchsten Berg möchte, es beginnt mit einem Schritt und noch einem Schritt und noch einem Schritt. Klar, man sagt, dort oben möchte ich hin und klar ist der Weg weit, aber die, die jeden Tag an diese unendliche Strecke denken, die wird es auch irgendwie irgendwann nicht mehr freuen. Denkt dran, den nächsten Schritt kann ich noch und den nächsten Schritt kann ich und den nächsten Schritt kann ich. Plant, wenn ihr es macht, so natürlich Big Picture, aber auch kleine erreichbare Schritte, damit ihr auch vorankommt, damit ihr das spürt. Ich habe natürlich am Anfang das ganze Startup-Thema ein bisschen persifliert und ich möchte jetzt nochmal über die Idee reden. Und genau das ist übrigens das Allerwichtigste für mich, wenn ich auch erfahrene Gründerinnen und Gründer und nicht so erfahrene sehe. Das ist der Punkt mit der Idee. Redet so früh wie möglich über die Idee. Da denken sich natürlich viele Leute, ich kann das nicht, meine Idee ist geheim und die nimmt mir jemand weg. Es kommt harte Startup-Realität, wenn deine Idee so ist, dass du sie jemandem für 2 Minuten erklärst. Und diese Person nimmt deine Idee, nimmt sie dir weg und macht sie besser als du. Ja, dann warst du wohl nicht gut genug. Das ist brutal, aber das ist so. Natürlich, wenn du irgendein irrer Wissenschaftler bist und du hast irgendeine geheime Formel für was auch immer entwickelt, die zeigst du nicht her. Aber wenn du in 2 Minuten erklärst, so möchte ich das tun, das möchte ich schaffen, ich möchte auf den und den Berg klettern oder wie auch immer, rede da früh drüber. Und wenn man drüber redet, dann passieren natürlich ein paar Dinge. Die einen kommen und sagen, finde ich cool, daran glaube ich auch. Und früher oder später kommen genau diese Typen. Die Leute, die sich die Idee anschauen und sagen, das wird nicht funktionieren. Und dann schauen sie sich die Idee weiter an und sagen, das wurde noch nie gemacht. Was heißt, deswegen geht es nicht. Und was ich noch geiler finde, ist, wenn man sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Wo ich mir immer denke, wenn mir das jemand sagt, cool, weil, okay, du kannst es dir nicht vorstellen, ich schon, deswegen mache ich es und du nicht. Klingt ein bisschen assi, aber das ist der Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert, dass das funktioniert. Logisch, kannst du nicht. Ich schon. Das ist ganz wichtig. Lernt damit umzugehen, dass Leute, die meinen das nicht böse, aber von ihrem Blick macht es manchmal keinen Sinn. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte. Jemand, ich werde gleich auflösen, wer das war, hat gesagt, the cinema is little more than a fad. It's canned drama. What audience really want to see is flesh and blood on the stage. Kino wird niemals funktionieren. Da denkt man sich natürlich, was war denn das für ein Depp, der das gesagt hat? Diese Person hat Kino nicht verstanden. Was für ein Trottel. Ja, das war angeblich der Charlie Chaplin. Und das Spannende ist, auch Meinungen und Perspektiven ändern sich auch. Hätte man ihn ein paar Jahre später gefragt, hätte er gesagt, na ja, gut, ja. Oder auch ganz schön, heavier than air flying machines are impossible, hat angeblich der Lord Kelvin gesagt, als er gefragt wurde, funktionierende Flugzeuge? Nein, unmöglich. Ja, gut. Ja, kann man drüber reden. Ganz wichtig ist es, möglichst früh Feedback einzuholen. Und aber auch mit Feedback ist es so, als ich mal Feedback gegoogelt habe, habe ich so diese Bilder gefunden. Und Feedback ist, wenn man zu Mama und Papa geht oder den besten Freunden und sagt, du, findest du nicht auch, dass meine Idee total super ist? Dann werden die genau sagen, ja, ich finde, deine Idee ist auch total super, du mit dem Internet. Aber genau das ist falsch. Überlegt, wie ihr Feedback einholt und suggeriert nicht Dinge, wie findest du nicht auch das, sondern versteht, wie ihr es einholen müsst und nicht. Das hier ist Feedback, so wie sich das Google vorstellt. Ich habe mir aber gedacht, wie schaut ehrliches Feedback aus? Und ehrliches Feedback schaut wahrscheinlich so ein bisschen so aus. Das ist jetzt gerade, wenn man das Bild betrachtet, vielleicht nicht ganz super angenehm. Eigentlich möchte der junge Mann auf der rechten Seite der Dame links helfen, eine bessere Köchin zu werden. In dem Moment, wenn man sie fragt, fühlt sich das gut an, damit sie sagen, das fühlt sich richtig übel an. Aber technisch gesehen gibt er ihr ehrliches Feedback. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sucht euch Leute, die euch ehrliches Feedback geben. Nicht, die euch verletzen wollen, aber ehrliches Feedback und lernt damit auch umzugehen. Das Wichtige ist aber, je irrer das ist, was ihr macht, desto schwieriger ist es manchmal auch zu unterscheiden, wer gibt mir denn da Feedback? Weil manchmal geben euch die smartesten Leute Feedback und sagen, aber manchmal geben euch nicht so ganz die smartesten Leute. Und da gibt es was ganz Spannendes, das nennt sich der Dunning-Kruger-Effekt. Den möchte ich euch zeigen. Und der hat mir, als ich den gesehen habe, der hat einfach so viel erklärt. Auch in Zeiten von Corona wird man manche Aussagen verstehen. Das hier ist Dunning-Kruger. Und Dunning-Kruger probiert zu zeigen, wie Confidence, sprich Selbstsicherheit, und Experience, also Erfahrung, zusammenhängen.
Vertrauen, Selbstvertrauen und Erfahrung. Und wenn man nach ganz links schaut, dann sieht man ganz, ganz oben so einen Spike, sprich fast überhaupt keine Erfahrung, aber maximale Confidence. Und dann sehen wir, es nimmt immer mehr ab und dann steigt es wieder an. Und das Spannende ist, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt, ihr lest irgendwo einen Artikel über etwas und denkt euch, ist gut erklärt, ich glaube, ich kenne mich aus. Ich finde es aber spannend. Und dann schaut ihr das erste YouTube-Video drüber und lest ein Buch drüber und noch eins. Und je mehr ihr lest, desto mehr denkt ihr euch, boah, ich habe eigentlich keine Ahnung. Und ihr lest immer mehr und denkt euch, oh Gott, ich habe erst recht keine Ahnung. Oh Gott. Und irgendwann seid ihr ganz unten und denkt euch, ich habe nüsse Ahnung. Und jeder hat diesen einen Freund oder was auch immer, die sagen, nö, ich kenne mich da aus, ich habe das. Und ihr seid euch aber unsicher und denkt euch, warum ist sich der so sicher und ich nicht? Dieser Punkt, den ich gerade beschrieben habe, der ganz oben, der hat einen wissenschaftlichen Namen, den ich teilen möchte. Und der heißt wirklich so. Also unbedingt mal googeln. Den nennt man in der Wissenschaft Mount Stupid. Es gibt Menschen, die wohnen ganz oben auf Mount Stupid. Und egal, was sie ihnen entgegenbringt, die haben wirklich kein Argument, auf das sie reagieren. 5G ist total böse. Donald Trump weiß natürlich auch alles. Der ist so ein Verfechter von Mount Stupid, hat nüsse Ahnung, aber wohnt ganz oben drauf. Und egal, wie stark die Expertinnen und Experten sind, keine Ahnung. Ja, und damit müsst ihr umgehen. Wohnt jemand ganz oben auf Mount Stupid oder hat jemand wirklich Ahnung? Und da müsst ihr lernen, wie man damit umgeht. Das Lustige ist, dieses Bild korreliert auch ein bisschen mit der Art und Weise, wie sich eine Startup-Gründung verhält. Und ihr seht ganz oben links den Launch-Hype. Das ist so, ich schieße mein Ding in den Markt, das wird super cool, die Lambos sind quasi vorbestellt. Ihr schießt es in den Markt und boom, ihr merkt, ihr habt eigentlich in Wahrheit keine Ahnung, was ihr macht. Und der Markt denkt sich, was ist denn das für ein Blödsinn? Und dann fängt man an zu iterieren. Und immer wieder Sachen zu machen, die funktionieren, nicht funktionieren, funktionieren, nicht funktionieren, funktionieren, nicht funktionieren. Und ganz langsam merkt man, Moment, ich glaube, ich habe was gefunden und dann irgendwann klappt es. Und was ganz wichtig ist, ist die Erkenntnis, wenn ihr euch das hier anschaut, dann seht ihr unten links die Idee, dass die Idee, die ihr habt, sich über Zeit ein bisschen verändern wird. Die ist nicht immer genauso, wie ihr sie initial gehabt habt. Und da möchte ich euch auch ein bisschen ans Herz legen. Schaut euch mal an, wie sich Ideen, wie sich Prototypen verändert haben. Schönes Beispiel ist Runtastic. Die haben ursprünglich mal mit Segelschiffen begonnen und dann irgendwann ist die App draus geworden. Das war ein ganz weiter Weg. Könnt ihr schön nachlesen in Flo's Buch oder einige andere Geschichten. Es war nicht immer ganz das, was es ursprünglich sein sollte. Manchmal auch Dinge, die für das eine benutzt werden sollten, dann letztendlich für ganz was anderes verwendet wurden. Worüber ich auch reden möchte, ist das Thema Risiko. Und Risiko ist, es geht nicht ohne. Und Risiko ist etwas, das ist cool, aber Risiko muss man zulassen. Und Risiko ist ein sehr schmaler Grat. Und ich bin ein riesengroßer Motorsport-Fan. Und man muss verstehen, Risiko bedeutet, dass ich bis ans Limit gehe und probiere, alles richtig zu machen, um zu gewinnen. Wie eine Pole-Position-Runde in Monte Carlo. Man sagt, schau, hol Platz 1, geh ans Limit und ich akzeptiere als Teamchef, wenn du die Karre kaputt machst, das ist okay. Wenn ich natürlich als Fahrer sage, super, ich kenne die Strecke auch nicht und ich habe auch gestern richtig ordentlich gesoffen und dann fahre ich die Karre kaputt, so ist das nicht gemeint, sondern ein kontrolliertes, aggressives Risiko, weil ich Platz 1 will und ich kriege das hin. Stellt euch vor, der Teamchef würde andererseits wiederum sagen, schau, hier ist dein Rennauto, der ist richtig teuer, wir haben auch nur einen einzigen und schau, wir sind auch nicht versichert und wenn du die Karre schrottest, dann musst du sie selber zahlen, jetzt geh los und hier mach mal dein Autorennen-Ding-Bums. Wird das funktionieren? Nein, natürlich nicht. Das heißt, man muss verstehen, man muss immer irgendwo Raum für Risiko lassen. Und wenn man Raum für Risiko lässt, dann lässt man auch Raum für Innovation. Und dieser Raum, der beginnt ganz einfach an einer ganz, ganz, ganz feinen Stelle. Der beginnt bei euch im Kopf. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die nicht stimmt, aber vielleicht stimmen könnte. Jetzt gehen wir wieder zurück zu der Idee. Und jetzt stellen wir uns vor, ich wäre Thomas Edison. Er ist nicht der Erfinder der Glühbirne, aber derjenige, der sie erfolgreich gemacht hat. Was ich auch immer übrigens ganz schön finde. Es sind nicht immer die, die Ideen haben, sondern die, die schaffen, dass Ideen funktionieren. Und wie gesagt, die Geschichte stimmt nicht. Aber vielleicht hat sie so oder so irgendwie stattgefunden. Und jetzt stellt euch vor, ich bin Thomas Edison und ich bin in meinem Schuppen, ich bastel dran rum und ich habe die erste Glühbirne der Welt gebaut. Zumindest meine erste Glühbirne. Und ich komme raus aus meinem Schuppen und gehe zu meinem besten Freund und sage, oh, ich habe sie, die Glühbirne. Ist sie nicht cool? Und der Kumpel von Thomas Edison sagt, was machst denn du mit einer Glühbirne? Ich sage, naja, na Licht. Und er sagt, aha, du meinst wie meine Kerze? Ich sage, ja, wie deine Kerze. Nur schau, wenn eine Kerze umfällt, dann brennt dein Haus. Er sagt der andere, ist geil, nee, cool, ich möchte diese Glühbirne haben. Gib sie mir. Und dann sagt Edison, naja, ja, cool, aber du wirst Strom dafür brauchen. Und
Ja, dafür muss ich eigentlich noch ein Kraftwerk bauen. Und dafür muss ich, also puh, eigentlich muss ich dann noch Kabel erfinden und die Kabel muss ich dann, also in eine Straße, also die ganze Straßen, die zu dir führen, aufreißen und Kabel reintun. Dann komme ich zu deiner Tür, dann werde ich all deine Wände aufreißen, dort werde ich auch noch Kabel reintun und dann für diesen Strom wirst du noch zahlen. Und ja, so circa. Ich glaube nicht, dass der beste Freund von Edison gesagt hat, nee, ist geil, mach mal. Sondern wahrscheinlich wird er gesagt haben, hier, hau ab, du Depp, das wird nie was. Wie gesagt, die Geschichte stimmt so nicht, aber sie könnte so stattgefunden haben. Und wenn ihr jetzt kurz mal euch umseht, dann werdet ihr eine ganze Menge Glühbirnen sehen. Und stellt euch vor, wo die Idee mit der Glühbirne begonnen hat und wo sie hingeführt hat. Alles von dem, was wir machen, funktioniert wegen dieser Glühbirne. Und es war so unwahrscheinlich, dass es hätte funktionieren können. Dennoch war der Typ irre genug, es zu machen. Und ein lieber Freund von mir, und er ist jetzt zurzeit der Geschäftsführer von Austrian Startups, Markus Raunig, hat so einen Begriff geprägt, das ist der optimale Intelligenzgrad. Ich mag diesen Begriff. Das heißt, klug genug eine Idee zu haben und dumm genug, sie umzusetzen. Es klingt jetzt hart, aber wenn man es zu sehr überdenkt, dann gibt es zu viele Gründe, warum es nicht klappt. Denkt an Edison. Man muss auch dumm genug sein, es zu machen. Tut euch nur nicht weh. Aber dumm genug, überlegt, das Risiko einzugehen und sagen, ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Es heißt nicht umsonst extreme uncertainty, extreme Unsicherheit. Ein bisschen sind wir wie die Forscher, die wir eine Karte anschauen und vor einem riesigen Wald stehen und sagen, okay, schau, hier ist der Dschungel, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, auf der anderen Seite ist wohl was, gehen wir in die Richtung. Und dann gehe ich los mit der Machete, schwing um mich herum und es klappt nicht. Und ich komme wieder und es klappt nicht. Es klappt nicht. Schlange hängt mir am Arm, hat mich gebissen. Ein Tiger hat mich überfallen. Ich blute aus allen Ecken und Enden. Und jedes Mal komme ich aus diesem Dschungel raus und sage, ach, ich probiere es nochmal jetzt da lang. Und irgendwann finde ich einen Weg. Und irgendwann finde ich etwas, das funktioniert. Und jetzt kommt was Spannendes. Es geht nicht nur um die, die irre genug sind, mit der Machete in den Wald zu gehen. Es geht auch um die, die danach sagen, weißt du was, ich probiere deinen Weg. Ich möchte ihn auch probieren. Und die Leute sind genauso wertvoll und genauso risikoaffin wie die Ersten, die reingehen. Und irgendwann funktioniert dieser Weg. Und dann gibt es die, die noch mehr dran glauben und sagen, weißt du was, dein Weg, der ist cool, ich helfe ihn dir noch größer zu machen. Und da muss man auch manchmal verstehen, es macht Sinn, auch mit anderen zu arbeiten. Vielleicht ist die Person, die mit der Machete in den Wald läuft, nicht dieselbe Person, die so eine Straße bauen kann. Vielleicht sind das ganz unterschiedliche Leute. Vielleicht macht es Sinn, dass die miteinander reden. Spätestens jetzt denkt man sich natürlich, boah, warum soll ich das eigentlich machen? Das klingt doch völlig bescheuert. Aber dieses Warum, dieses Warum tut sich das jemand an? Warum sollte ich mir das antun? Das ist ganz zentral. Und da gibt es ja den wunderbaren Simon Sinek und den Golden Circle gebaut. Das hier ist der Golden Circle. Da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, ist das meistgesehenste TEDx-Video, das es gibt. Schaut euch das mal an, ich werde es ganz grob zusammenfassen. Und wenn man sich das so anschaut, dann haben wir hier zentral why, dann how, dann what. Und die meisten fangen an mit dem was. Ich möchte irgendwie eine App machen, die soll dafür sein, dass ich mal ganz schnell reich werde. Funktioniert nicht. Fangt mit dem Zentrum an, mit dem why, mit der Motivation. Warum will ich das tun? Warum muss ich das tun? Warum brenne ich dafür? Und wenn ich das verstanden habe, ein ganz klares why habe, warum ich das tun muss, dann sollte ich mal fragen, wie schaut so ein Prozess vielleicht aus? Wie könnte das aussehen, dass es funktioniert? Und erst dann, wenn ich das definiert habe, dann sollte ich beginnen, mir auch über das Produkt ein bisschen Gedanken zu machen. Nicht umgekehrt. Motivation, dann Prozess, dann Produkt. Fragt euch, warum ihr tun wollt, was ihr tun wollt. Und fragt euch, wäret ihr genauso determined, genauso beharrlich, wie zum Beispiel Edison, der sagt, ja, natürlich muss ich jetzt noch ein Kraftwerk bauen. Hallo, aber wie schwer wird das sein? Die verdammte Glühbirne muss funktionieren. Natürlich muss ich das tun. Denkt an andere, die sagen, ja, wer weiß, ob das funktioniert. Habt ihr etwas, für das ihr so glüht, dass ihr bereit seid, all den Mist, der euch entgegengeworfen wird, zu ertragen? Dann erst, wenn ihr sagt, ja, ich glaube dran und das kommt auch mit der Zeit, dann funktioniert es. Und das Spannende ist, wenn man überlegt, oft kriege ich die Frage, wie finde ich denn andere Leute, die mit mir gründen? Redet mit denen und sagt, schau, ich muss das und das tun, weil ich genau daran glaube. Und dann werden andere sagen, naja, wie viel Kohle hast denn du? Nein. Und dann wird irgendwann jemand sagen, ich auch. Ich glaube da auch dran. Ich glaube an dieselben Dinge wie du. Lass uns das tun. Und dann fängt man an zu überlegen, okay, cool, aber was könnte man da machen? Wie könnten wir ein Problem lösen? Und dann irgendwann sagt man, ja, den und den Teil könnten wir leichter gestalten. Und erst dann überlegt man sich, was das Produkt sein könnte. Wenn ich es mir nochmal anschauen möchte, dann möchte ich sagen, okay, was ist vielleicht der allererste Schritt? Der erste Schritt ist zu überlegen, warum? Und ich habe es eingangs und schon ein paar Mal gesagt, für mich ist bei jeder Gründerin und jeder Gründer ganz zentral die Motivation. Und ich frage immer, warum tust du das? Warum willst du das? Warum kannst du das? Und dann kommt manchmal die Antwort, ich möchte schnell reich werden. Oder andere sagen,
schau, ich muss das tun. Es beschäftigt mich seit Jahren. Mich nervt das fundamental, dass das und das und jenes. Und zum Beispiel für mich, ich glaube fundamental daran, dass man Unternehmertum Menschen zugänglich machen muss. Egal, wie privilegiert sie sind oder nicht. Ich halte das für einen unglaublich starken Hebel, den man Menschen vermitteln muss. Wie der Prozess aussehen kann, das wusste ich am Anfang auch nicht. Wie ein Produkt aussehen kann, wusste ich auch nicht. Das ändert sich. Und diese Motivation, daran glaube ich unendlich. Und als ich zum Beispiel gefragt wurde, magst du bei Moonshot Pirates ein paar Worte sagen? Weil wir glauben an diese Dinge, war für mich klar, natürlich. Weil das ist das, woran ich glaube. Das ist das, woran ihr glaubt, daran glaube ich. Natürlich habe ich Lust. Und wenn man runterbrechen möchte, was braucht man, um etwas zu tun, an das einer glaubt, dann ist es für mich zunächst Motivation. Hinterfragt die. Dann brauche ich Pioniergeist. Ich muss Lust haben, neue Dinge zu tun, sie zu probieren. Denkt an dieses Bild von der Person, die in den Dschungel läuft und sagt, ja, da lang ist der Weg. Dorthin muss ich gehen. Ich brauche natürlich auch ein gewisses Level an Mut. Und denkt dran, Mut heißt nicht keine Angst haben. Mut heißt, es zu tun, obwohl ich Angst habe. Da gibt es übrigens ein schönes Video von mir, wie ich der erste Mensch geworden bin, der im freien Fall gepitcht hat. Wenn ihr meinen Namen auf YouTube sucht, und Red Bull, dann werdet ihr das sehen. Und das, obwohl ich keine engen Räume mag, obwohl ich nicht unbedingt der höhenfesteste Mensch bin, und obwohl ich noch nie falsch im Springen war, hat das funktioniert. Ein schönes Interview zwischen mir und Florian Schwandner mit Red Bull gemeinsam. Also Motivation, Pioniergeist, Mut und Beharrlichkeit. Genau das. Akzeptiert, dass Dinge nicht beim ersten Schritt funktionieren. Probiert es immer wieder und immer wieder. Und es wird jedes Mal ein bisschen besser. Und wenn man jetzt sich denkt, gut, was soll ich machen? Ist die Antwort einfach machen. Einfach machen. Schritt für Schritt für Schritt. Sagt nicht gleich den ganzen Weg, sondern überlegt, was ist der erste Schritt? Wie kann ich das machen? Was ist der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt? Und um den großartigen Simon Sinek noch einmal zu zitieren, sagt er so schön, people don't buy what you do, they buy why you do it. And what you do simply proves what you believe. Menschen kaufen nicht, was ihr macht, sondern warum. Und das Warum ist so unendlich stark. Und jetzt komme ich auch zum Ende und möchte euch noch eine Sache vermitteln. Ich habe über all die Jahre gelernt, dass es im Prinzip nur eine einzige Person gibt, die euch wirklich aufhalten kann. Und das bist du. Sei nicht diese Person. Verstehe, es beginnt alles in deinem Kopf. Wenn du das zulässt und sagst, ja, ich glaube daran, dass es funktioniert. Ja, ich bringe den Mut mit. Ja, ich bin dumm genug, es auszuprobieren. Obwohl ich weiß, es gibt tausend Gründe, die dagegen sprechen. Dann kannst du das auch. Lass es in deinem Kopf zu. Hindere dich nicht selber in deinem Denken. Denk groß, sei mutig, akzeptiere, dass es normal ist, unsicher zu sein. Auf Englisch sagt man, embrace the uncertainty. Akzeptiere das, genieße es und verstehe, wenn man Dinge neu macht, dann funktionieren sie nicht immer sofort. Das ist aber die Essenz von Innovation, neue Dinge zu tun. Neue Dinge klappen nicht. Einfach machen. Und genau das ist so wichtig. Du musst einfach machen. In dem Sinne, das ist das, was ich über Entrepreneurship weiß. Das ist das, was ich mit euch teilen wollte. Hier findet ihr mich nochmal. Ich freue mich jetzt gleich auf eure Fragen einzugehen und möchte noch eine unendlich kleine Werbung machen. Wenn ihr sagt, ja, das, was er gerade erzählt hat, finde ich ganz gut, möchte ich euch darauf hinweisen, dass ich einen Podcast habe, der jede Woche rauskommt, gratis, kostenlos und umsonst. Da kann man auch mal reinhören. Geht immer um Startup-Themen und Innovationsthemen, wo ich gemeinsam mit Markus Raunig, auch von Austrian Startups, ein bisschen ja, über die ganze Welt nachdenke, was da so passiert. Also einfach mal reinhören. Und in dem Sinne, hier findet ihr mich. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich jetzt auf eure Fragen einzugehen. Ja, hey, das war großartig. Warte, lass mich noch ganz kurz den Screen beenden. Super. Dankeschön. Das ist bei mir, was mich immer begeistert hat, meine Sachen, das war vorher bei TEDx schon so, einfach unglaubliche, coole Persönlichkeiten, Leute, mit der Community zusammenbringen und ja, also ich könnte Stunden zuhören. Ja, richtig, richtig cool, danke dafür. Dankeschön. Ich glaube, da die Teilnehmer sind das ähnlich. Zuerst eine organisatorische Frage, und zwar der Mario hat gefragt, bekommen wir die Folien am Ende? Klar. Also wenn ich sie dir schicken kann, sehr, sehr gern und gern teilen. Ich hätte nur eine einzige Bitte, behaltet sie für euch, teilt sie nicht überall im Internet, weil, das ist das Lustige, wenn man das macht, was ich mache, irgendwann in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in 5 Jahren ist es nicht mehr up-to-date. Gern teile ich es mit euch, müssen wir einfach so ein Friendship Agreement haben, dass wir sie untereinander behalten, weil ich die permanent ändere. Super. Der Mario schreibt, er wird der E-Mail schreiben und dann kannst du. Ich sehe schon. Dankeschön, freue mich drauf. Eine andere Frage, und zwar von Anonym. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
Ja, meinem Job ist das Geilste, dass ich einfach permanent umgeben bin von Leuten, die einfach Bock drauf haben zu machen. Und das Lustige ist, ich habe früher sehr viele Leute um mich herum gehabt, die gesagt, die tausend Gründe hatten, warum Dinge nicht funktionieren. Und seitdem ich seit 10 Jahren Startup mache, ich darf einfach mit Leuten arbeiten, die einfach Bock haben zu machen. Und das meine ich in größter Liebe, die einfach dumm genug sind, es zu machen, genau wie ich. Und die einfach, ja, nicht akzeptieren wollen, dass Sachen nicht klappen. Und wenn du permanent mit solchen Leuten zu tun hast, das ist einfach das größte Privileg. Und wenn dieser ganze Corona-Scheiß mal vorbei ist, dann schaut euch mal unsere Austrian Startup Stammtische an. Da kann auch jeder kommen. Das ist gratis, kostenlos und umsonst. Gibt es auch in jedem Bundesland. Einfach immer wieder auf Leute zu treffen, die mir auch Dinge vorstellen, von denen ich noch nie gehört habe, die viel klüger sind als ich bin und mir erzählen davon. Und das ist einfach, boah, das ist das Beste ever. Und macht mir unendliche Freude. Es ist gerade den Austrian Startup Stammtisch erwähnt, weil für all jene, natürlich eigentlich für alle, die vorher in unserem privaten Gespräch noch nicht dabei waren, der Daniel hat erzählt, er kann sich genau an den Tag erinnern, als er nach Wien gezogen ist, weil da war das zweite freie Training Formel 1. Bei mir war es der Tag, ich weiß nicht, das war eins der ersten Austrian-Startup-Stammtische in Wien. Und ich bin an einem Tag nach Wien gekommen und das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zum Stammtisch gegangen. Und das war das erste Mal, dass ich dich gesehen habe. Also so Toll. eine kleine Anekdote. Und Danke, dass du das teilst. Ich muss dazu auch eine Sache erzählen. Es war für mich früher immer, ich hatte so viele Ideen und kannte niemanden, mit dem ich drüber reden konnte. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich mit 19 in meiner Studentenwohnung saß und ich hätte so gerne mit Leuten über was gesprochen. Ich wusste nicht was und ich hatte das Gefühl, ich kann nichts, außer dass ich ein paar Ideen habe. Und ich habe mich so danach gesehnt. Und als wir dann angefangen haben, Austrian Startups zu starten und dann die Möglichkeit hatten, uns mit anderen auszutauschen, das war einfach das Schönste. Und sowas zu hören, was du mir gerade erzählst, das ist einfach toll, weil wenn man zusammenkommt, darüber redet, sich austauscht, mit anderen zu tun hat, das ist einfach das Coolste ever. Und den 80. Stammtisch haben wir nicht hinbekommen, da kam Corona, das haben wir dann digital gemacht. Aber davor haben wir wirklich seit 7,5 Jahren immer diese Meetings. Dass das für dich so war, das freut mich irre. Und ja, das ist richtig schön. Danke dafür. ja, danke dir für die ganzen Stammtische. Eine weitere Frage ist, also du hast das Team erwähnt, wie findet man ein gutes Team? Ja, ich meine, ähnliches Thema, drüber reden. Einfach an allen möglichen Leuten erzählen, was man machen möchte. Und dann passiert vielleicht irgendwann, das Formel-1-Thema ist jetzt das falsche Beispiel, aber es ist das Richtige, weil wir jetzt drüber reden. Ich erzähle, dass ich Formel-1 mag. Und dann wird es vielleicht andere geben, die sagen, du, ich auch. Und dann fängt man an zu reden und merkt, dass man ähnlich tickt. Und wenn man ähnlich tickt und vielleicht ein Problem hat, das beide ähnlich finden, dann beginnt es richtig gut zu werden. Wie es selten funktioniert ist, oft habe ich, dass Leute sagen, hey, ich habe eine Idee, ich suche nur mal eben Programmierer und vielleicht 1,5 Millionen Euro. Das funktioniert nicht. Das hat vielleicht vor 10 Jahren funktioniert. Das ist nicht so. Sucht Leute, die an ähnliche Dinge wie ihr glaubt, und dann probiert es zum Hinkriegen. Und dann probiert es zu starten. Jetzt kommt der unsexy Teil. Man sollte allerdings auch sehr früh überlegen, wie kann das Ganze ausschauen. Und dann auch sehr früh, bevor man gründet, mal darüber reden, wie schaut ein Erfolg für mich aus? Was ist für dich ein Erfolg? Wie könnte das Ganze aussehen? Und dann auch einfach mal ganz grob das runterbrechen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man auch da seine frühen Aufgaben macht und unbedingt vor der Gründung auch den unsexy Teil erledigt. Mal mit dem Steuerberater sprechen, mal mit dem Anwalt sprechen und auch mal sagen, was passiert denn angenommen, wir beide würden gründen und dann werde ich plötzlich Vater von Achtlingen und ich sage dir, na schau, boah, hier so Startup ist cool, ich glaube noch dran, aber mach weiter. Und du sitzt plötzlich mit einer halben Firma und ich bin nicht mehr aktiv. Das heißt auch überlegen, wie kann man etwas auch gestalten, dass man weitermachen kann, auch wenn für andere sich Lebensumstände ändern. Da gibt es aber ganz viel Stoff dazu. Thema ist zum Beispiel Vesting, das müsste man sich mal anschauen. Aber nochmal zurück zu der ursprünglichen Frage. Einfach mit Leuten drüber reden, so trivial das klingt, und merken, wenn man gleich tickt, dann funktioniert es. Und auch einfach nicht Sachen heraufbeschwören, die nicht funktionieren. Das ist wie eine Beziehung. Wenn man an Tag 1 schon die andere Person nicht wirklich mag, dann sollte man auch vielleicht hinterfragen, ob man an Tag 3 gleich heiratet. Und für mich ist Gründen ein bisschen wie heiraten. Das ist was total Schönes. Das ist einer der besten Dinge der Welt, wenn es die richtige Person ist. Wenn man aber schon vor der Hochzeit die Person eigentlich nicht wirklich mag, dann sollte man das wirklich hinterfragen. Ja, aber wenn das alles passt, einfach machen und dann ist es das Beste ever. Heiraten und gründen. Vielleicht anschließend oder sehr ähnlich die Frage, wohin geht man, wenn man nur eine Idee hat und noch alleine damit ist? Ja, ich meine, da gibt es eine ganze Reihe von Anlaufstellen.
wie gesagt, man kann einfach mal zu Austrian Startups kommen. Man kann natürlich, glaube ich, auch zu all den ganzen anderen Initiativen, die es gibt, kommen. Ich glaube, hier sind wir gerade in einer ganz wunderbaren Anlaufstelle, wo man mal über Ideen nachdenkt und einfach auf Gleichgesinnte trifft. Es gibt die Entrepreneurship Avenue auch großartig in Wien. Und einfach mal schauen. Es gibt die Startup Lives, es gibt alle möglichen Dinge. Einfach ein bisschen schauen und einfach rumfragen. Auch gerne mich fragen, auch sicherlich gerne dich fragen. Mittlerweile ist da sehr, sehr, sehr viel Angebot. Es gibt auch ganz großartig die Female Founders und all diese ganzen fantastischen Initiativen. So einfach schauen, ein bisschen rumtesten, ein bisschen rumprobieren und dann irgendwann wird sich auch was rauskristallisieren. Aber den ganzen Sachen auch eine Chance geben. Zum Beispiel auch bei unseren Stammtischen ist es so, wir haben jeden Monat ein anderes Thema. Vielleicht kommt man mal hin und da geht es um ein Thema, das einen gar nicht so interessiert. Geht ein paar Mal hin, erwartet das. Habt zwar Lust, Gas zu geben, aber versteht, dass auch gute Dinge manchmal ein bisschen brauchen, bis man da die richtigen Leute findet. Und Fragen. Absolut, ja. Die Nevena fragt, hast du ein Vorbild? Das ist eine schöne Frage. Ich habe, glaube ich, eine Summe von Personen, die mich begeistern. Ich glaube, ich habe eher so für mich so eine Summe an Zitaten, die mir gut gefallen. Und grundsätzlich begeistern mich immer wieder aufs Neue einzelne Personen für gewisse Dinge, die sie machen. Zurzeit liebe ich zum Beispiel ein Zitat von Hemingway. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Der sagt, Courage is grace under pressure. Was mir unendlich gefällt. Courage is grace under pressure. Hemingway hat auch Dinge gemacht, die nicht so cool sind. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Natürlich gibt es Leute wie Steve Jobs und Co., die finde ich auch irgendwie alle ganz fein. Aber es ist nicht, dass ich sage, ja, er oder sie, wow, best thing ever. Mich begeistern aber, wie gesagt, immer Elemente von Leuten. Und da bin ich auch lustig. Es war immer so bei mir irgendwie, dass ich auch nicht einfach eine Band mag oder einen Schauspieler oder Schauspielerin mag, sondern einfach eine Summe von Dingen. Ich habe auch den merkwürdigsten Musikgeschmack. Einfach immer Songs, die ich mit Dingen verbinde. Ich habe dann für mich gelernt, ich mache Dinge einfach, wie ich sie mag. Und entsprechend, nein, ich habe kein spezifisches Vorbild, aber es sind eine Reihe von Leuten, die mich wirklich zutiefst begeistern und Mindsets, die ich mag. Aber summa summarum, die Leute, bei denen es nicht klar war, dass es klappen würde und die, obwohl es schwierig war, Sachen gemacht haben. Das ist übrigens auch ein Learning, das ich habe. Die Menschen, die erfolgreich sind, sind nicht die, bei denen alles immer einfach war, sondern die, die oft gehört haben, das klappt nicht. Das wird niemals funktionieren. Und die, obwohl das so war, erst recht gesagt haben, weißt du was? Ich mache das trotzdem. Und das ist, glaube ich, eine spannende Herausforderung. Wenn ich mir denke, wie oft ich in meinem Leben auch gehört habe, das und das wird doch nie funktionieren. Doch, man muss es einfach machen. Und man muss blöd genug sein, es zu machen und immer wieder zu probieren. Und dann passiert auch der wildeste Kram. Und daraus ziehe ich viel Stärke, wenn ich solche Geschichten lese. Großartig. Die Frage ist, wie sollte ich wann erkennen, dass meine Idee wirklich nicht realisierbar ist? Und dann kommt in Klammer, soll nicht so negativ klingen, ist nicht so gemeint. Nein, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frage. Ich glaube, ich sollte mir immer realistisch, ich bin Fan davon, realistisch sagen, okay, bis dann und dann will ich etwas ausprobieren. Das und das muss ich tun, um es auszuprobieren. Da gibt es einen Bekannten von mir, der arbeitet für ein ganz tolles Innovationslab. Und die nehmen sich zum Beispiel 3 Monate Zeit. Und in den 3 Monaten muss das Ganze grob funktionieren oder nicht. Ich würde es nicht genau so sehen, aber ich würde mir im Vorfeld sagen, schau, das sind Dinge, an die ich glaube, das sind Dinge, die passieren müssen. Und dann fange ich an zu probieren. Es gibt einen Begriff in der Startup-Welt, den nennen wir Zombie-Startups. Zombie-Startups, das sind die, die nicht wirklich sterben, aber nicht wirklich leben und Leute, die jahrelang so ein bisschen rumgondeln. Jetzt ist natürlich das Thema die, wenn ich sage 3 Monate und ich töte es ab, vielleicht töte ich es zu früh. Das darf auch nicht sein. Es gibt großartige Beispiele, wie zum Beispiel Spock, die schon kurz vor Tod und Verderben waren und dennoch weitergemacht haben. Aber irgendwo muss ich halt auch überlegen, was bin ich bereit dafür zu tun und was sind vielleicht auch ganz klare Faktoren, die dagegen sprechen. Und manchmal ist es, das nennen wir Pivot, das heißt einfach eine Idee verändern. Manchmal macht es Sinn zu sagen, okay, die und die Richtung macht keinen Sinn. Was muss ich verändern, um es in eine andere Richtung zu probieren? Und ich glaube, ganz ehrlich, es gibt Scheitern ist ein Begriff, den ich nicht mag. Ich glaube, es gibt Ideen, die nicht funktionieren können. Es gibt Teams, die vielleicht nicht funktionieren können. Es gibt Technologien, die vielleicht nicht funktionieren können, aber es gibt Personen dahinter, die Dinge vorantreiben. Und das sind die Leute, die eigentlich, glaube ich, immer weitermachen können. Aber wie gesagt, man sollte nicht für immer an Ideen festhalten, sondern einfach sagen, okay, hier ist der Abbruchpunkt, es macht keinen Sinn, weiter geht's. Die Edith fragt, was war dein größter Fail und was hast du daraus gelernt? Das Spannende ist, ich sehe Sachen selten als reinen Fail an, weil ich aus vielen Dingen gelernt habe. Ich glaube, für mich ist auch mein Weg, den ich gegangen bin, einfach der Weg, der mich zu dem gemacht hat, der ich bin. Ich glaube, ich habe eine Reihe von sehr harten Erlebnissen gehabt in meinem Leben. Unternehmerisch
auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es, glaube ich bin ja auch nebenbei, hauptberuflich, wie auch immer, also Unternehmer, aber auch Speaker und Moderator. Und ich habe, nachdem ich die erste Staffel der 2 Minuten 2 Millionen moderiert habe, dann war es so, dass da eine Agentur an mich herangetreten ist und gesagt hat, total cool, finde ich super, das war in Deutschland. Und ich weiß noch, dass ich in meiner, ich finde Naivität unendlich wichtig. Wie gesagt, man muss dumm genug sein, es zu probieren. Aber die haben mir gesagt, wir finden dich toll, komm zu uns, cool. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Kopf gesagt habe, jetzt ist es das. Man muss davor sagen, ich habe immer wieder auch moderieren wollen, habe so viel Absagen über die Jahre bekommen und mir gesagt, schau, mit einem deutschen Akzent in Österreich moderieren, not gonna happen. Ein Typ wie du mit dem Bart, not gonna happen. Da tausend Gründe, warum nicht, das war mir immer egal. Und dann kam mal diese Sendung und ich habe mir gedacht, okay, jetzt. Und dann kam die Agentur und ich habe mir gedacht, ab jetzt fliegt das. Und bin zu dieser Agentur gefahren. Ich weiß noch, ich hatte, glaube ich, Zeit, also 3 Monate Geld, um irgendwie das ganze Ding in Gang zu bringen. Und die haben mich eingeladen. Ich habe damals noch unendlich viel Geld für einen Flug ausgegeben, was super kurzfristig war. Und habe einfach gedacht, jetzt geht's. Und hatte mich so emotional darauf vorbereitet, dass ich endlich vom Gas gehen kann. Dass endlich jetzt der einfache Teil des Lebens beginnt. Und die haben dann gesagt, wir brauchen noch einen Moment. Wir brauchen noch einen Moment. Wir brauchen noch einen Moment. Und ich habe Luftschlösser im Kopf gebaut und habe aber parallel nichts anderes probiert. Ich habe nicht noch 10 andere Agenturen probiert, sondern ich habe einfach mich darauf verlassen, dass es was wird. Und dann irgendwann kam nach dem 15. Follow-up von mir, das ist übrigens ganz wichtig, immer wieder hinterher telefonieren, immer wieder anrufen, immer wieder E-Mails schreiben, auch wenn ihr mir schreibt. Ich kriege viele E-Mails, da gibt es den einen, der ist sehr höflich, schreibt mir einmal im Januar und dann nie wieder und ich bin normalerweise sehr viel unterwegs, ich übersehe das, dann denke ich mir, ist vielleicht nicht wichtig. Und dann gibt es die Person, die mich jede Woche schreibt, sehr höflich, und sagt, hey, ich habe noch keine Antwort, wie schaut's aus? Der Person schreibe ich, Follow-ups sind ganz wichtig. Ja gut, und dann habe ich immer wieder Follow-ups gemacht und dann kam das, ja, du, eigentlich, nee, du passt nicht zu uns. Und das war ein richtig übles Gefühl, weil ich mich emotional schon zu, ich hatte im Kopf schon unterschrieben und gewonnen. Und das war übel. Und da habe ich viel draus gelernt. Und ich sage immer zum Spaß bei uns, die wir unternehmerisch tätig sind, und auch das ist für mich eine Unternehmung. Jedes dieser Projekte ist eine Unternehmung. Wenn wir Soldaten wären, hätten wir eine Menge Orden an der Brust, aber auch alle eine Augenklappe, einen Haken, Holzbeine und so, das sieht man bei uns nicht. Aber man lernt. Man lernt mit jedem Schritt und man darf nur nicht blöd genug sein, die Fehler selbst zu machen. Und eins muss ich auch sagen, im Nachhinein erzähle ich das so gerne, aber es war nicht cool und das hat auch keinen Spaß gemacht. Und das möchte ich möchte es nicht missen, aber ich möchte es nicht wünschen, dass Leute das erleben müssen, weil es ist ja dann doch, dass man so viel Wünsche und Hoffnungen in etwas steckt, aber eben man macht weiter, man lernt und das ist wichtig. Und ich könnte noch 10 andere solche Beispiele nennen, aber für mich ist dieses Fail immer so, es war nichts wert, es war nicht sinnvoll. Das war's, obwohl ich es mir gerne erspart hätte. Aber ich habe verdammt viel daraus gelernt. Sehr cool. Wir sind schon etwas über die Zeit, aber ich hätte noch gerne 2 Fragen, die du beantwortest. Und das eine, weil es so ein ganz wichtiges Thema ist für uns Moonshot Pirates, das Thema Mentor. Hast oder hattest du einen Mentor? Nein, leider nicht. Das ist so einer der Dinge, die ich mir, glaube ich, bis heute manchmal wünsche. Ich hätte immer sehr gerne einen gehabt, einen Mentor, Mentorin, habe ich aber nie gefunden. Vielleicht, weil das, was ich tue, zu speziell ist, weil es eben das Speaking-Thema und das Moderieren ist und die Unternehmung und die Beteiligung und das Unterrichten, all diese Dinge, was im Übrigen bei mir nach viel klingt. Aber für mich ist es ein Pfad. Eins funktioniert mit dem anderen und das ist auch so ein bisschen so das, woran ich glaube. Hatte ich nicht, hätte ich sehr, sehr, sehr gerne. Ich mentor oft und mentor sehr, sehr gerne. Deswegen heißt ja auch meine kleine Firma, die ich mit 5 anderen habe, Vienna Mentoring Group, vmac.com, schaut es euch mal an. Aber leider nicht. Aber es war einfach nicht die passende Person dabei. Ich habe manchmal, wie soll ich sagen, Personen gehabt, wo ich das Gefühl hatte, es wäre passend. Für mich war es aber so, dass ich einfach mit unendlich vielen Menschen rede und wahnsinnig viel dadurch lerne. Und was lustig ist, wodurch ich vielleicht am meisten gelernt habe, ist durchs Unterrichten und durchs Vorträge halten, weil es gibt das eine, etwas zu wissen, aber das andere ist es, anderen das zu vermitteln. Und wie jetzt, wenn man Fragen gestellt bekommt, da sind Fragen dabei, da kommt man manchmal selber gar nicht drauf. Und das ist was Schönes. Und ich glaube, wenn man selber versteht, dass man nicht immer alles weiß und immer bereit ist, neue Dinge zu lernen, dann ist das mindestens so gut, wenn nicht besser. Also schön, das Lustige war, als ich meinen ersten Gastvortrag an der Uni gehalten habe, ich hatte 2 Marketing-Spezialisierungen auf der Wirtschaftsuni. Ich wusste alles über Marketing. Und die allererste Frage, die kam von einem Tech-Studenten, war, ist Marketing nicht eigentlich nur eine große Lüge?
Das war so diese eine Frage, auf die war ich nie vorbereitet. Die hätte ich mir als Marketer nie gestellt. Ich hätte ihm tausend Dinge erzählen können, aber ist Marketing nicht eigentlich eine Lüge? Und ich war, boah, ich hatte das Gefühl, wie man so schön sagt auf Englisch, I was stopped dead in my tracks. Und ich fand die Frage toll. Und ich weiß noch, wie ich ihm damals erklärt habe, nein, das ist es natürlich nicht. Und habe ihm dann damals, es war sehr situationsabhängig, erklärt, dass ich Marketing manchmal ein bisschen wie Make-up sehe. Man kann bestimmte Dinge betonen, aber andere Dinge sind noch immer da. Und das ist auch okay. Und auch Make-up muss genau zum Gesicht passen. Zu viel ist schlecht, zu wenig kann man natürlich immer machen, aber zu viel ist ganz schlecht. Und so haben wir uns durchgehandelt. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, weil die Frage war so wertvoll. Und ja, das war schön. Das muss man zulassen. Und das ist schön. Und das sind Situationen, die einen sehr unsicher machen. Aber ja, so habe ich, glaube ich, am meisten lernen können über die Jahre. Und mit Leuten zu reden, die völlig andere Dinge machen als man. Bloß nicht im eigenen Sumpf bleiben. Wir bauen in Europa extrem starke Silos, wo die Mediziner mit den Medizinern und die Musiker mit den Musikern und die was auch immer mit den was auch immer und sich nicht austauschen. Das ist ganz schade. Geht zu allen möglichen Leuten hin. Schaut euch den krassesten, wildesten Mist an, einfach um zu lernen, wie Leute andere Dinge tun. Dann passieren gute Sachen. Sehr cool. Und vielleicht wirklich die letzte Frage. Es interessiert mich also persönlich sehr. Die Brigitte hat gefragt, hey Daniel, was gibst du Startups speziell in dieser Krise weiter? Wie können unsere Startups am besten die Krise meistern und ihr Potenzial voll ausschöpfen? Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Frage. Auch hallo an mich. Und erstmal toll, dass ihr noch alle dabei seid. Ich könnte das, glaube ich, stundenlang machen. Das macht mir so eine Freude. Also danke für das, was kommt. Und auch Riesendank an dich. Thanks for having me. Ich glaube ganz ehrlich, dass wir Startups es gewohnt sind, ohnehin in einer permanenten Krise zu arbeiten. Das ist das, was wir tun. Wir kennen nichts anderes. Wir kennen extreme Unsicherheit. Das ist genau das, was wir tun. Wir sind sehr reaktiv. Das heißt, jetzt haben wir große Möglichkeiten, Dinge schnell umzusetzen. Wir müssen uns aber noch mehr trauen. Worauf wir uns vorbereiten müssen, ist natürlich ganz klar, gewisse Gelder, gewisse Finanzierungen werden nicht mehr so in der Form in nächster Zeit da sein. Das ist meine These. Übrigens, das Lustige ist, wenn man Dinge als Thesen darstellt, das ist auch ein sehr intimer Moment, weil man sagt, ich glaube das. Und dann kommen andere, die sagen, hey, du hast vor 4 Monaten was gesagt, du bist ein Trottel. Trotzdem, ich glaube, das wird so sein. Darauf muss man sich, glaube ich, vorbereiten. Heißt aber zeitgleich, wir haben gerade einen Moment, wo wir uns alle in einer Krise befinden. Nicht ein Unternehmen, nicht ein bestimmter Silo, sondern wir alle. Entsprechend ist der Raum für Veränderung besonders hoch. Und ich glaube, dass wir dort sehr schnell Leuten helfen können, sich anzupassen. Und das ist genau das, was wir tun. Vielleicht Probleme identifizieren, die viele andere auch haben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ich als Startup zu einem Unternehmen, einer Regierung, wie auch immer gehe, nicht sagen, ich will, dass du mir Geld gibst, dass ich meinen Traum leben kann, sondern sagen, ich habe festgestellt, das und das ist für euch eine Riesenherausforderung. Das ist ein bisschen schwierig für euch. Ihr macht es bisher so. Ich kann euch vorschlagen, wir können das so probieren. Wir können das schneller, leichter, besser, wie auch immer machen. Lasst mich euch helfen. Und das ist ein völlig anderer Zugang. Und wenn man an dieses Canvas denkt, das ich heute kurz vorgestellt habe, einfach überlegen, was ist das Problem, wie machen sie es bisher, wie könnte man das mit mir machen und dann ran. Und ganz wichtig, die Sprache des Gegenübers zu sprechen. Die einen nennen zum Beispiel etwas A, die anderen nennen es B, die anderen nennen es C. Schönes Beispiel ist Marmelade und Konfitüre. Da fällt nichts anderes ein. Der eine redet über Konfitüre, der andere über Marmelade. Und weil sie keinen Übersetzer haben, glauben sie, es sind zwei verschiedene Dinge und helfen einander nicht. Das heißt, probiert zu verstehen, welche Sprache spricht man gegenüber. Dann habe ich noch so das Kulturthema erwähnt. Vielleicht auch überlegen, was sind Werte, die die andere Seite vielleicht vertritt und Werte, die ich selber auch habe. Und zu sagen, schau, wir glauben an dieselben Dinge. Hier ist etwas, was für dich eine Herausforderung darstellt. Lass mich dir helfen. Das muss aber ehrlich sein. Ich glaube, man muss immer ehrlich und authentisch sein und man muss es zulassen. Und dann, glaube ich, passieren auch großartige Dinge. Ich möchte nicht sagen, hier Krise, Opportunity, Boom, Chaka, wir machen Millionen. Den Zugang gibt es auch. Den finde ich aber nicht sonderlich fein, sondern ich glaube einfach daran, wenn man diese Dinge tut und einen Mehrwert stiftet, dann passieren alle anderen Dinge, die auch gut sind. Und ich habe noch eine Bitte an die zuhören, die noch immer zuhören. Wenn ihr jetzt beginnt, eure Dinge zu machen und vielleicht ein paar Dinge dieser Sachen auch mal ganz gut funktionieren und ihr werdet erfolgreich, wo ich bei euch allen glaube, dann gebt auch zurück. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt, bei so großartigen Programmen wie diesem teilzunehmen, helft und seid immer offen und seid immer neugierig. Und für mich ist es auch so, versteht, dass das, was wir tun, sich permanent verändert. Und für mich ist auch die Erkenntnis, ich kann mit meinen 38 bestimmt wahnsinnig viel von jemandem lernen, der 18 ist oder die 12 ist, weil die Personen machen Dinge anders. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, mehr denn je, dass Veränderung immer schneller wird. Und ich muss mein Leben lang, glaube ich, auch mein Unternehmen, mein Startup, mein was auch immer, so aufstellen, dass ich mit der Veränderung Schritt halten kann. Das bedeutet auch, mit denen in Dialog zu gehen, die Veränderung treiben. Und das sind in Wahrheit wir ein bisschen, aber es sind
ihr, die ihr da draußen steht. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da alles kommt. Großartig, Das war eine großartige. lange Antwort. Danke, Daniel. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Es war wirklich, wirklich toll, dich dabei zu haben. Ich habe mich wirklich auf das Webinar gefreut und ja, alle Erwartungen wurden übertroffen. Also wirklich super. Dankeschön. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns dann persönlich treffen, vielleicht bei einem unserer Bootcamps. Sehr, sehr gerne. Wäre super, dich dabei zu haben. Und da danke an alle Teilnehmer. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und habt einen schönen Abend alle zusammen. Ciao. Thank you, Shannon. Ciao. Thanks for having me.